Der Ruf des Kiwis von Sarah Lark. Es liest Rania Bonalana. Canterbury Plains, Neuseeland, 1907. Ein Wettrennen! Komm Jack, bis zum Ring der Steinkrieger! Gloria wartete Jacks Antwort gar nicht erst ab, sondern brachte ihr fuchsfarbenes Pony gleich neben seinem Pferd in Startposition. Als Jack ergeben nickte, legte Gloria leicht die Unterschenkel an, und die kleine Stute stob davon. Jack Mackenzie, ein junger Mann mit rotbraunem lockigem Haar und ruhigen grünbraunen Augen, ließ sein Pferd ebenfalls angaloppieren und folgte dem Mädchen über das schier endlose Grasland von Keyword Station. Jack hatte keine Chance, Gloria mit seinem kräftigen, eher langsamen Kopfwallach einzuholen, aber er gönnte dem Mädchen den Spaß. Gloria war mächtig stolz auf das pfeilschnelle Pony aus England, das wie ein Vollblüter in Kleinformat wirkte. Soweit Jack sich erinnerte, war es das erste Geburtstagsgeschenk ihrer Eltern, mit dem Gloria wirklich glücklich war. Der Inhalt der Pakete aus Europa, die sonst in unregelmäßigen Abständen für sie eintrafen, war weniger spektakulär. Ein Rüschenkleid samt Fächer und Kastagnetten aus Sevilla, eine winzige Straußenlederhandtasche aus Paris alles Dinge, die auf einer Schaffarm in Neuseeland nicht sonderlich von Nutzen waren und die sich sogar für gelegentliche Besucher in Christchurch als viel zu extravagant erwiesen. Doch Glorias Eltern dachten nicht an so etwas. Im Gegenteil. William und Cora Martin stellten es sich wahrscheinlich amüsant vor, die eher hausbackende Gesellschaft in den Canterbury Plains durch einen Hauch große Welt zu schockieren. Hemmungen und Schüchternheit waren beiden fremd, und sie gingen selbstverständlich davon aus, dass ihre Tochter ähnlich fühlte. Während Jack nun in halsbrecherischem Tempo über Feldwege preschte, um das Mädchen wenigstens nicht aus den Augen zu verlieren, Dachte er an Glorias Mutter. Kura Marutini, die Tochter seines Halbbruders Paul Warden, war eine exotische Schönheit und mit einer außergewöhnlichen Stimme gesegnet. Die Musikalität verdankte sie wohl eher ihrer Mutter, der Maori-Sängerin Marama, als ihren weißen Verwandten. Kura hatte von klein auf den Wunsch gehegt, die Opernwelt in Europa zu erobern und unablässig ihre Stimme ausgebildet. Jack war gemeinsam mit ihr auf Keyword Station aufgewachsen, und dachte heute noch mit Grausen an Kuras Gesangsübungen und ihrer schier endlose Klavierspielerei. Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als gäbe es im ländlichen Neuseeland keine Chance für sie ihre Träume zu verwirklichen, bis sie in William Martin, ihrem Mann, endlich den Bewunderer fand, der ihre Talente zur Geltung zu bringen wusste. Seit Jahren tourten die beiden mit einer Gruppe von Maori Sängern und Tänzern durch Europa, Kura war der Star eines Ensembles, das traditionelle Maori Musik mit westlichen Instrumenten zu eigenwilligen Interpretationen verband. Gewonnen! Gekonnt verhielt Gloria ihr lebhaftes Pony inmitten der Felsformation, die man den Ring der Steinkrieger nannte. Und da hinten sind auch die Schafe. Die kleine Herde Mutterschafe war der eigentliche Grund für Jacks und Glorias Ausritt. Die Tiere hatten sich selbstständig gemacht und weideten nun in der Gegend des Steinkreises auf einem Landstück, das dem örtlichen Maori Stamm heilig war. Guinera Mackenzie Warden, der die Leitung der Farm oblag, achtete die religiösen Gefühle der Ureinwohner, obwohl das Land zu Keyword Station gehörte. Es gab Weiden genug für die Schafe und Rinder, so daß die Tiere nicht auf Maori Heiligtümern herumstreuen mussten. Deshalb hatte sie Jack beim Mittagessen gebeten, die Schafe einzutreiben, was auf Glorias lebhaften Protest stieß. Das kann ich doch machen, Grandma. Nimoe muss noch lernen. Seit Gloria ihren ersten eigenen Hütehund trainiert hatte, drängte es sie nach größeren Aufgaben auf der Farm, sehr zur Freude von Gunera. Auch diesmal lächelte sie ihre Urenkelin an und nickte ihr zu. In Ordnung. Aber Jack wird dich begleiten. Sie konnte selbst nicht sagen, weshalb sie das Mädchen nicht alleine reiten ließ. Im Grunde bestand kein Anlass zur Sorge. Gloria kannte die Farm wie ihre Westentasche, und alle Menschen auf Keyword Station kannten und liebten Gloria. Mit ihren eigenen Kindern war Guinera längst nicht so übervorsichtig gewesen. Ihre älteste Tochter Florette war schon als Achtjährige vier Meilen zu der kleinen Schule geritten, die Guineras Freundin Helen damals auf einer Nachbarfarm betrieb. Aber die zwölfjährige Gloria war etwas anderes. Guineras sämtliche Hoffnungen ruhten auf der einzigen anerkannten Erbin von Keyword Station. Nur in den Adern Glorias und Kura Marotinis strömte das Blut der Wardens, der eigentlichen Gründer der Farm. Dazu stammte Kuras Mutter Maramo aus dem örtlichen Maori-Stamm. Gloria wurde also auch von den Ureinwohnern anerkannt. Das war wichtig, denn zwischen Tonga, dem Häuptling der Ngaitau und den Wardens bestand seit jeher eine heftige Rivalität. Tonga hoffte, das Land durch eine Heirat zwischen Gloria und einem Maori aus seinem Stamm verstärkt unter seinen Einfluss zu bringen. Diese Strategie hatte allerdings schon bei Glorias Mutter Kura versagt. Und Gloria zeigte bislang kein großes Interesse am Leben und der Kultur der Stämme. Natürlich sprach sie fließend Maori und hörte gerne zu, wenn ihre Großmutter Marama die uralten Sagen und Legenden ihres Volkes erzählte. Verbunden jedoch fühlte sie sich nur Guinera Deren zweiten Mann James Mackenzie und vor allem ihrem Sohn Jack. Zwischen Jack und Gloria hatte immer schon eine besondere Beziehung bestanden. Der junge Mann war 15 Jahre älter als seine Halbgroßnichte und in Glorias ersten Lebensjahren war vor allem er es gewesen, der sie vor den Launen und dem Desinteresse ihrer Eltern beschützt hatte. Jack hatte für Kura und ihre Musik nie etwas übrig gehabt, aber Gloria mochte er vom ersten Schrei an, was buchstäblich zu nehmen war wie Jacks Vater gerne scherzte. Das Baby pflegte nämlich laut Hals loszubrüllen, sobald Kura die erste Klaviertaste anschlug. Dem brachte Jack vollstes Verständnis entgegen. Er schleppte Gloria mit sich herum wie ein Hundewelpen. Inzwischen hatte nicht nur Jack den Steinkreis erreicht, auch Glorias kleine Hündin Nimue. Der Border Collie gehorchte sofort, als Gloria ihn mit einem scharfen Pfiff auf die Schafe ansetzte, die um die Felsen verstreut grasten. Nimue trieb die tiere zusammen und führte die herde dann geschickt in richtung heimat triumphierend strahlte das mädchen jack an siehst du ich hätte es auch alleine geschafft wirst du's grandma erzählen jack nickte ernsthaft sicher glory sie wird stolz auf dich sein und auf nimue Gunnera mackenzie hatte mehr als fünfzig jahre zuvor die ersten border collies aus wales nach neuseeland gebracht dort weitergezüchtet und trainiert es machte sie glücklich, Gloria so geschickt mit den Tieren umgehen zu sehen. Ansonsten hatte Gloria wenig von ihrer Urgroßmutter. Weder die elfenhafte zarte Figur noch das schmale hübsche Gesicht, was seltsam war, da Guinera ihre roten Locken und die zierliche Gestalt an fast alle anderen weiblichen Nachkommen weitergegeben hatte. Gloria schlug nach den Wardens. Kantiges Gesicht, dicht zusammenstehende Augen, scharf geschnittener Mund. Ihre hellbraunen, üppigen Locken umspielten ihr Gesicht weniger, als es zu erdrücken. Die wilde Pracht zu frisieren war eine Qual, und so hatte das Mädchen vor etwa einem Jahr ihr Haar in einem Anfall von Trotz abgeschnitten. Natürlich hatten alle sie geneckt, ob sie denn nun ganz zum Jungen werden wollte. Vorher schon hatte sie gerne die Breeches stibitzt, die ihre Großmutter Marama für die Maori Jungen nähte, doch Jack fand, dass Gloria die kurzen Locken wunderbar standen. Auch die weiten Reithosen passten besser zu ihrem kräftigen, etwas gedrungenen Körper als Kleider. Was die Figur betraf, schlug Gloria nach ihren Maori an. Mode nach westlichem Schnitt würde sie nie vorteilhaft kleiden. Von ihrer Mutter hat das Mädchen nun wirklich gar nichts, bemerkte auch James Mackenzie. Er hatte die Ankunft Jacks und Glorias vom Erker in Grineras Schlafzimmer aus beobachtet. Dort saß er inzwischen gern, der luftige Aussichtspunkt gefiel ihm besser als der bequemere Sessel im Salon. James war kurz zuvor 80 geworden und das Alter machte ihm zu schaffen. Seit einiger Zeit quälten ihn Gelenkschmerzen, die ihm jede Bewegung schwer machten. Dabei hasste er es, sich auf einen Stock zu stützen. Er gab nicht gerne zu, dass die Treppe hinunter zum Salon ein immer größeres Hindernis für ihn darstellte. Deshalb redete er sich lieber damit heraus, von seinem Erkerplatz aus das Geschehen auf der Farm leichter überwachen zu können. Guinera wusste es besser. James hatte sich im vornehmen Salon auf Keyword Station nie wirklich wohlgefühlt. Seine Welt waren stets die Mannschaftsunterkünfte gewesen. Nur Gwyn zuliebe hatte er sich damit abgefunden, das hochherrschaftliche Anwesen zu bewohnen und seinen Sohn Jack hier aufzuziehen. Guinera legte ihm die Hand auf die Schulter und schaute nun ebenfalls zu Gloria und ihrem Sohn hinunter. Sie ist wunderschön. Wenn sich eines Tages der passende Mann für sie findet. James verdrehte die Augen. Nicht schon wieder. Gott sei Dank läuft sie den Kerl noch nicht nach. Wenn ich da an Kura denke, der ein Nein manchmal ganz gut getan hätte. Quinnera bürstete ihr Haar, bevor sie es aufsteckte. Es war immer noch lang und lockig, auch wenn das Weiß darin immer mehr über das Rot triumphierte. Ansonsten sah man der inzwischen fast 73-Jährigen ihr Alter kaum an. Gwenera Mackenzie Warden war schlank und drahtig wie in ihrer Jugend. Ihr Gesicht wirkte zwar mittlerweile hager und war von kleinen Fältchen durchzogen, aber sie hatte ihre Haut nie vor Sonne oder Regen geschützt. Das Leben einer Dame der feinen Gesellschaft lag ihr nicht und allen Fairnissen des Daseins zum Trotz betrachtete sie es nach wie vor als Glücksfall. Dass sie ihr adliges Elternhaus in Wales im Alter von 17 Jahren verlassen hatte, um in einer neuen Welt ein riskantes Eheabenteuer zu wagen. Gwyn schüttelte missbilligend den Kopf. Sie hatten diese Diskussion über Cura schon tausendmal geführt. Es war im Grunde das einzige Thema, das jemals für Sprengstoff in James und Gunneras Ehe gesorgt hatte. Das klingt ja schon wieder, als hätte ich Angst vor Cora gehabt. Dieser Vorwurf war nicht neu. Obwohl er ursprünglich nicht von James gekommen war, sondern von Gwynns Freundin Helen O'Keefe. Und schon der Gedanke an Helen, die im Jahr zuvor gestorben war, versetzte Gwyn einen Stich. James zog die Augenbrauen hoch. Angst vor Kura? Die hattest du doch nie. Deshalb schiebst du ja auch schon seit drei Stunden diesen Brief auf dem Tisch hin und her. Mach ihn schon auf, Gwyn. Zwischen dir und Kura liegen 18.000 Meilen. Sie wird dich nicht beißen. Guineara, die jetzt mit zittrigen Fingern den diesmal in London abgestempelten Brief öffnete, war das alles egal. Sie interessierte eigentlich nur Curas Verhältnis zu Gloria. Das war bislang von Desinteresse geprägt und Gwenera betete, dass es so blieb. Diesmal sah James seiner Frau jedoch schon beim Lesen an, dass der Brief aufrüttelndere Nachrichten enthielt als die immer gleichen Erfolgsgeschichten. James hatte es schon geahnt, als er nicht Kuras steile Buchstaben auf dem Umschlag erkannt hatte, sondern William Martins flüssiges Schriftbild. Gwinera war schneeweiß geworden. Sie wollen Gloria nach England holen. Sie, sie wissen unsere Erziehungsarbeit zwar zu schätzen, aber sie machen sich Sorgen darüber, ob Glorias künstlerisch kreative Seite hier ausreichend gefördert wird. James, Gloria hat keine künstlerisch kreative Seite james nickte gott sei dank und wie gedenken die zwei diese neue gloria zu erwecken soll sie mit auf tournee tanzen flöte spielen curas virtuose beherrschung der putorino flöte gehörte zu den glanzpunkten ihres programms und natürlich besaß auch gloria ein solches instrument zum kummer ihrer großmutter marama hatte das mädchen der flöte aber nicht einmal eine normale stimme fehlerfrei entlocken können geschweige denn die berühmte Wai Rua, die Stimme der Geister. Guerneira schüttelte den Kopf. Nein, sie soll in ein Internat. Hör dir das an. Wir haben eine kleine und sehr idyllisch gelegene Schule bei Cambridge ausgewählt, die eine vielseitige Mädchenbildung besonders im geistig-künstlerischen Bereich gewährleistet. Mädchenbildung? Was soll man denn darunter verstehen? James lachte. Kochen? Backen, sticken, französisch, Klavierspielen. Er stand schwerfällig auf und nahm sie in die Arme. Komm, Gwen, so schlimm wird es schon nicht sein. Seit die Dampfschiffe verkehren, ist die Reise nach England ein Klacks. Viele Leute schicken ihre Kinder auf ein Internat. Es wird Gloria nicht schaden, sich ein bisschen in der Welt umzusehen. Und die Landschaft bei Cambridge soll sehr lieblich sein, so wie hier. Gloria wird mit gleichaltrigen Mädchen zusammen sein und Hockey spielen oder was man da so treibt. Na gut, wenn sie ausreitet, muss sie sich halt mit dem Damensattel abfinden. Ein bisschen gesellschaftlicher Schliff ist ja auch gar nicht so schlecht, seit die Viehbarone hier immer vornehmer werden. Die großen Farmen in den Canterbury Plains, die seit über 50 Jahren bestanden, warfen meist ohne größeren Einsatz der Besitzer guten Gewinn ab. So mancher Schafbaron der zweiten oder dritten Generation führte das Leben eines vornehmen Gutsbesitzers. Es gab jedoch auch Farmen, die verkauft worden waren,